just make me crack go. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin Simon Jan und ja, es geht weiter mit Battle Gear Rising. Ja, ich bin jetzt, ich weiß noch nicht, ob es das Ende ist. Ich schätze es einfach mal, aber ich weiß es noch nicht. Und ja, es ist halt jetzt Quick Game Event, deswegen dachte ich, okay, nehme ich wieder auf. Und ja, ich habe jetzt sogar nur 2 oder 3 weitere Versuche gebraucht, weil ich denke, ich habe mich einfach dumm angestellt. Weil das eine, wie man das machen muss, habe ich jetzt rausgefunden und dann ging das auch. Also ja, wie gesagt, 2 oder 3 Versuche ist jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich nicht geredet habe, dass ich mich halt konzentrieren konnte. Und ja, ich dachte aber jetzt die Cutscene oder halt die Quicktime-Events zeige ich jetzt noch. Aber ich werde jetzt bei den Quicktime-Events jetzt wahrscheinlich dann nicht so viel reden, wenn es dann halt so ist, da ich nicht viel rede, tut es mir leid. Und ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, dass ich jetzt den Kampf nicht gezeigt habe, aber zur Not könnt ihr ihn ja woanders angucken. Und ja, dann würde ich sagen, Spiel fortsetzen. Okay, zack. Zack, nice, okay, schön. Und jetzt. Okay, aua. Da bin ich mal gespannt, ob was jetzt noch kommt. 17% Leben hat er nämlich noch. Jetzt zieht er das wahrscheinlich wieder raus, das Schwert, oder? Okay. Draufhämmern. Ich gewinne. Bam. Und. Oh, oh. Und. Bam. Alter. Oh mein Gott, das Blut, was da spritzt, ey. Alter. Oh, heftig. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Okay, Cutscene. Well done, Jack. Your dream dies with you. Oh, maybe not. You've guaranteed the status quo will go on. For a while longer, at least. War will continue as an institution. As an industry. Men will fight for reasons they don't understand. Causes. They don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. You, Jack. You carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Okay. Das, muss ich sagen, hört sich nach einem Nachfolger an. Also nach dem nächsten Teil von Metal Gear Rising. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was passiert. Und ja, auf jeden Fall geiles Ende, finde ich. Auf jeden Fall, ich finde, das war ein echt geiles Ende. Ja, wie gesagt, ich hoffe, also erstmal, es tut mir nochmal richtig leid, dass ich das jetzt nicht gezeigt habe, den letzten Kampf, aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Aber ich denke mal, ich habe das Wichtigste gezeigt, weil ich denke mal, die Cutscenes sind wichtiger als jetzt das Gameplay an sich, weil ich meine, hätte ich mich jetzt auch nur rumlaufen sehen, halt die Taktik, die ich auch bei Sam eingesetzt habe und ja, deswegen, ich hoffe einfach, ihr könnt mir verzeihen, dass es nicht zu schlimm ist und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr geil, das Ende. Ihr könnt mir schreiben, wie ihr es fandet und ja, ich gucke jetzt einfach mal, ob noch eine Cutscene kommt und ja, ne?
Und ich glaube, dann wollte ich bisher nichts mehr dazu sagen. Nee, ich meine nicht. Gut, weitermachen wir dann mal. Ja, können ja jetzt gleich noch gucken, ob eine kommt, weil ich muss ja jetzt eh noch weitermachen. So, hochfrequenz Sama Klinge. Das ist wahrscheinlich die von. Nee, gar nicht, das nicht die von ihm, das ist die von Sam. Gut, okay. Weiter. Jetzt kommt wahrscheinlich aber noch eine Cutscene, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja. Today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazabad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the war on terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable. After all that. For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I had excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care. But this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, huh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance. Oh. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have this kid? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You're same age as me, but all this spaceship? You're a genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Alert. Alert. Rescinded. This is about a crazy world, nah? For me, see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. Hmm. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Thank you.
Okay, das Ende ist geil und ich denke echt, da wird ein zweiter Teil rauskommen und darauf freue ich mich auf jeden Fall, wenn einer rauskommt. Ja, und der Soundtrack jetzt am Ende so ein bisschen, also das, was kam, das war auf jeden Fall auch, hat sich cool angehört. Es, eigentlich muss ich sagen, bereue ich es ein bisschen, also was heißt freuen, ich finde es irgendwie doof, dass ich die Musik wirklich ausgestellt habe, weil ich habe mir ja einmal noch ein Video dazu angeguckt, wobei mir das nicht mehr geholfen hat, das Video, weil mir da ich auch nicht wusste, wie ich das machen musste, habe ich dann selbst rausgefunden, also wie man das Ding da kaputt macht. Aber ich habe mir das angehört und der Soundtrack, der da im Hintergrund lief beim Final Boss, ne, der war auch richtig geil. Also irgendwie finde ich es doof. Also wenn hier ein zweiter Teil von rauskommt und ich den jetzt playen werde, werde ich da auf jeden Fall keine Hintergrundmusik hinterlegen, sondern wirklich die Musik von vom Spiel machen. Aber ja, auf jeden Fall, das Ende war auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr geil. Und ja, ich hoffe natürlich, das Let's Play hat euch auch gefallen. Aber das ist so kurz, ey, wenn ich das jetzt vergleiche mit Mark of the Ninja. Ich meine, das ist sogar noch ein paar Parts länger, aber es hat Mark of the Ninja eigentlich länger gebraucht, um das durchzuzocken, weil hier hatte ich mehr Lust drauf. Wahrscheinlich, weil ich das noch nicht durchgezockt hatte. Ja, also, ja. Ich entschuldige mich jetzt nochmal ein drittes und letztes Mal oder vielleicht auch viertes und letztes Mal. Ich weiß nicht, wie oft ihr mich jetzt schon entschuldigt habt. Auf jeden Fall noch ein letztes Mal dafür, dass ich den letzten Kampf nicht gezeigt habe. Aber ich denke, ihr könnt es mir verzeihen. Ich bin froh. Nein, ich bin nicht froh, dass es zu Ende ist, aber ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr geil. Und ja, ich freue mich darauf, wenn es ein zweiter Teil rauskommt. Ich hoffe echt, dass es sein wird. Und ja, ich habe aber zumindest noch ein bisschen Spaß mit dem Spiel. Ich kann da noch die VR-Mission machen, die ich wahrscheinlich auch mal zwischendurch, wenn ich Lust habe, machen werde. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Spiel hat euch gefallen. Ich hoffe, der letzte Part hat euch gefallen. Oh, ich hoffe, die Story vom Spiel hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Und beim nächsten Let's Play, was ich noch gar nicht weiß, was ich machen werde, da habe ich aber zum Glück noch ein bisschen Zeit, weil ich ja ziemlich viel im Voraus rausgenommen habe. Ich meine, ich bin bei Part 12 und das ist jetzt 38 oder so. Keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich gucke mal, was ich jetzt nächstes Let's Play, wo ich dann Lust drauf habe. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. I hear World Marshals looking for a buyer. Well. You cost them a lot of money, no? Not to mention killing their funding. Literally. Now, the bread-taking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. Oh. So, your mind is made. You will not come back. Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight. Ja, so, hallo nochmal kurz. Ja, ich habe gerade noch gemerkt, da kommt eine Cutscene, das, ja, wusste ich leider nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber, ja, da waren jetzt davor noch 2-3 Zeilen, waren da, die gesagt wurden. Die habe ich jetzt nicht mehr drauf. Ich dachte mir, das muss ich jetzt noch schnell, aufnehmen. Und, ja, da war noch mein Scores, also die brauchte ich ja, denke ich mal, jetzt nicht zeigen. Und, ja, die Cutscene wollte ich aber jetzt noch zeigen und, ja, die, zeigt noch eher auf einen zweiten Teil hin und ein bisschen sogar darauf hin, dass Raiden sogar vielleicht böse wird und das wäre irgendwie nicht so schön, weil Raiden ist cool und die eine sagt ja sogar, er ist ein Held und alles und naja, ist jetzt auch egal, ich will jetzt nicht den Part noch länger machen, als er schon ist und ja, ich hoffe, ihr seht die Cutscene noch, weil ich das hinter das letzte Video jetzt ja packe und ja, wie gesagt, ja, das war's schon, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.